Jo, bevor ich diese Sache mit der Heute-Show jetzt doch mal an die Bild-Zeitung oder sowas weitergebe, will ich natürlich den Leuten von der Heute-Show die Möglichkeit zur Stellungnahme einräumen. Deswegen habe ich denen folgende E-Mail geschrieben. Bevor ich das jetzt abschicke, lege ich mir den Text mal erstmal eben an die Seite. Bevor ich das abschicke, wollte ich noch mal kurz in die Tiefe gehen, einige Details dieses Problems, auch wenn es euch vielleicht auf den Sack geht und mir irgendwie auch ein bisschen. Sind mir noch zwei, drei Sachen auf- und eingefallen, die ich noch mal kurz überprüfen und checken wollte. Vielleicht mal zuallererst ein Gedanke, den ich nicht am Ende vergessen möchte. Und zwar könnten die ja antworten, ja, oder ich gehe mal davon aus, dass sie mir antworten. Und ein Teil der Antwort könnte zum Beispiel so lauten, dass sie eben, ja, so nach dem Motto darauf hinweisen, dass es ja auch genügend andere vergleichbare Fälle gäbe. Ja, sie hätten ja eben nicht nur einen oder so aufgelistet, sondern eben auch mehrere andere. Trotzdem finde ich eben, dass in dem Fall der Sinn ja so verkehrt wurde und damit ja eben beispielhaft für andere Fälle dieser Fall genannt wurde. So dass es dabei bleibt, dass man das eigentlich richtig stellen muss. Ja, das nochmal mal vorne weg. Also andere Fälle entschuldigen nicht den Fauxpas der heute Show. Ne? Das wollte ich damit sagen. Also, ich gehe nochmal kurz rein in die Beschreibung von der Sendung. Also, ich hätte nochmal geguckt, ob sich da möglicherweise die Schreibweise geändert hat zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gemacht habe, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Trotzdem ist es ein bisschen komisch, auch heikel hier. Ich lese mal kurz vor, in einem anderen Fall wurde laut Bundesgerichtshof einem Opfer die Kleidung vom Körper gerissen und gegen dessen ausdrücklich erklärten Willen Geschlechtsverkehr durchgeführt. Das jedoch, so der BGH im Jahr 2006, belege nicht die Nötigung des Opfers durch Gewalt, was ja eben der entscheidende Punkt war, denn das war ja nicht das Problem. Der Nichtbeleg, also dass es nicht belegt werden konnte, lag ja nicht daran, dass die Kleidung heruntergerissen wurde, sondern dass das vorangestellte Gericht, das Landgericht, das die eigentliche Entscheidung getroffen hat, das nicht klar genug erläutert hat, das nicht genau genug dargestellt hat, und deswegen einfach nur, ja, praktisch die Ausführungen zu kurz waren. Da kommen wir dann nochmal drauf, eben auf das Urteil, das eigentliche, den Beschluss. Und hier heißt es eben noch dann dick unterstrichen, dass Herunterreißen der Kleidung allein reicht zur tatbestandlichen Erfüllung nicht aus. Ja, und Herunterreißen von Kleidung reicht natürlich zur Tatbestandserfüllung von Vergewaltigung nicht aus oder von sexueller Nötigung. Denn da habe ich ja zwei Beispiele gezeigt gehabt, die eben das Gegenteil auch beweisen. Hey, behindert! Oh Gott! Jürgen, du bist behindert! Was? Kamera ausschmeißen! Der Udo Vetter hatte ja auch in einem Artikel dann noch dazu Stellung genommen und gesagt, wenn das ein bisschen besser erklärt wurde, dann belegt es auch die Nötigung des Opfers. In dem Fall war das eben nicht die wirkliche Begründung. Hier hatte ich noch kurz gedacht, dass vielleicht das eigentlich doch mit Doppel-S geschrieben sein müsste. Aber da habe ich mich wohl geirrt in der Beurteilung. Das jedoch. Okay, in der Sendung wurde es ja nochmal anders beschrieben. Da wurde ja eben aus dem Satz im Beschluss, der hier lautete, die knappen Feststellungen, nach denen der Angeklagte
der Nebenklägerin die Kleidung vom Körper gerissen und gegen deren ausdrücklichen erklärten Willen den Geschlechtsverkehr durchgeführt hat, belegen nicht die Nötigung des Opfers durch Gewalt. Und da hat man ja bei der Heute Show statt diesem Satzteil einfach ein das, ja, statt diesem Satzteil sogar, ja, also dass der Angeklagte, der Nebenklägerin die Kleidung runtergerissen hätte, würde nicht reichen, um die Nötigung zu belegen. Aber Fakt ist ja, dass die knappen Feststellungen eben nicht gereicht haben, ja. Und hinzu kommt, dass da eben auch die Ausführungen, wie das eben abgelaufen ist, sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht fehlen. Das heißt, das Gericht hat dazu nicht genug geschrieben, das Vorhergehende. Und der Bundesgerichtshof pfeift eben nur vorhergehende Urteile zurück oder eben revisiert die, wie auch immer man das heißt, revisioniert die. Ich würde aber speziell das Urteil nochmal durchgehen, beziehungsweise diesen Beschluss, weil ich meine, da hätte ich noch was entdeckt, was auch vom Kern her der Aussage der Heute Show diametral widerspricht. Hat nach Anhörung des Beschwerdeführers und des Generalbundesanwalts auf dessen Antrag einstimmig beschlossen. Auf die Revision des Angeklagten, also der Täter wollte da irgendwie eine Revision haben, weil er meinte, er hätte sich in den vorangegangenen Urteilen zu schlecht behandelt gefühlt. Und da wird das Urteil eben aufgehoben, das vorhergehende, aber nicht, weil seine Revision stattgegeben wird, sondern aus den folgenden Gründen. Im Schuldspruch, soweit der Angeklagte wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, wird das aufgehoben bzw. zurückgewiesen und im Gesamtstrafenausspruch, das heißt, die Gesamtstrafe soll auch nochmal geändert, angepasst werden. Der Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Rechtsmittels und der Nebenklägerin dadurch entstandenen notwendigen Auslagen an eine andere Strafkommission und Gericht zurückverwiesen. Also es ist nicht einfach aufgehoben worden, es wird zurückverwiesen an ein anderes Gericht, das hatte ich aber auch eben alles schon erwähnt. Weitergehende Revision wird verworfen. Und hier ist die Begründung, um die geht es natürlich. Das Landgericht hat den Angeklagten unter Freisprechung, im Übrigen wegen gefährlicher Körperverletzung in 4 Fällen, davon in einem Fall tateinheitlich mit Misshandlung von Schutzbefohlen wegen Körperverletzung in 2 Fällen, fahrlässige Körperverletzung sowie wegen Vergewaltigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Hiergegen wendet sich der Beschwerdeführer mit seiner Revision, also der Angeklagte, mit der er die Verletzung formellen und materiellen Rechts rügt. Das Rechtsmittel, ja, das leuchtet mir jetzt gar nicht so richtig ein, was es da genau geht. Also um die Aufhebung der Vergewaltigungsverurteilung geht es da wohl erstmal nicht, denke ich mal. Das Rechtsmittel hat in dem aus der Beschlussformel ersichtlichen Umfang Erfolg. Okay, kommt da also auch mit durch, aber eben mit der Begründung, oder eben Teil 2 der Begründung ist, das Urteil hat keinen Bestand, soweit das Landgericht der Angeklagten im Fall 2G der Vergewaltigung für schuldig befunden hat. Die Feststellungen belegen weder die Verwirklichung der ersten noch der dritten Alternative. Also da ist wohl irgendwie auch nicht genau genug erklärt worden, was denn da getan wurde. Ausführungen dazu, dass der Angeklagte unter Aussetzung, okay, das ist unser besagter entsprechender Paragraph mit den knappen Feststellungen, die die Heute Show dann eben weggelassen hat. Und im Ergebnis bestand hat das Urteil in den Fällen 2, 2a und D und E und der Urteilsgründe, in denen sich der Angeklagte jeweils einer gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Also der bleibt ja weiterhin als Schuldspruch, der bleibt bestehen, denn er hat gefährliche Werkzeuge verwendet. Indes belegen die Feststellungen in diesen Fällen nicht, wie vom Landgericht angenommen, auch eine das Leben gefährdende Behandlung. Also da hat auch wieder das Landgericht nicht genügend aufgeschrieben, um das zu belegen. Ne? Das kann durchaus sein, dass es im Prinzip doch eine lebensgefährdende Behandlung war. Aber das ist wiederum nicht genügend ausreichend umfangreich festgestellt worden. Der Rechtsfehler gefährdet in den genannten Fällen weder den Schuld- noch den Strafspruch. Der Schuldspruch bleibt bestehen, auch wenn von mehreren angenommenen Begehungsformen, also der Begehungsform der Vergewaltigung nur eine ausgeführt wurde, gegeben ist, nicht berührt wird auch der Strafausspruch. Bei keinem der Fälle hat das Landgericht straferschwerend berücksichtigt, dass der Angeklagte 2 Alternativen der gefährlichen Körperverletzung verwirklicht hat. Auch sind die Strafen insoweit, insbesondere angesichts des jahrelangen Martyriums der Nebenklägerin und der zu diesen und weiteren Straftaten getroffenen Feststellungen angemessen im Sinne des Paragraph 354. Also das ist eine Zurückweisung an das Landgericht. Das heißt, boah, das ist aber mal schwierig ausgedrückt. Die Strafen sind insbesondere angesichts des jahrelangen Martyriums und der zu weiteren Straftaten getroffenen Feststellungen angemessen. Okay, der Rest der Strafen scheint okay. Dritter Teil, die Nachprüfung des Urteils aufgrund der
Revisionsrechtfertigung hat im Übrigen keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben. Und § 349 heißt nur, dass es dann eben zurückverwiesen wird an eine andere Kammer des Landgerichts. Die erhobene Aufklärungsrüge ist jedenfalls, wie der Generalbundesanwalt zutreffend ausführt, unbegründet. So, was ich an dieser Stelle noch reingelesen habe, ja, der Schuldspruch bleibt bestehen, auch wenn von mehreren angenommenen Begehungsformen nur eine gegeben ist. Wer jetzt das angenommen hat, dass mehrere gegeben sind, weiß ich nicht. Oder das sind einfach nur die im Gesetz angenommen. Nicht berührt wird auf der Strafausspruch. Und zwar wird hier doch gerügt vom Bundesgerichtshof, dass in keinem der Fälle das Landgericht erschwerend berücksichtigt hat, dass der Angeklagte zwei Alternativen der gefährlichen Körperverletzung verwirklicht hat. Er hätte möglicherweise auch drei oder so, aber er hat auf jeden Fall mehrere und nicht nur eine. Das heißt, eigentlich hat der Bundesgerichtshof gesagt, das Urteil hätte härter ausfallen müssen. Ja, so verstehe ich das jetzt mal an dieser Stelle. Insbesondere was die Nebenklägerin angeht, ja, insbesondere dieses jahrelange Martyrium der Nebenklägerin, ich glaube, das war die Stieftochter oder sowas, ja, hätte das Urteil offensichtlich dann also stärker ausfallen müssen, also hätte länger in den Knast gemusst, ja. Hier wird also im Prinzip aus dem Freispruch von der Heute-Show, ja, den die Heute-Show gesagt hat, das ist Urteilsaufhebung, wird im Prinzip eine Urteilsverschärfung, ja, beziehungsweise aus der vom Bundesgerichtshof gewünschten Urteilsverschärfung oder Strafverschärfung wird bei der Heute-Show eine Aufhebung des Urteils, eine Aufhebung einer Vergewaltigung. Ja, da wollte ich nochmal darauf hingewiesen haben, das ist der Blick in die Tiefe in diesem Fall. Ja. In Wirklichkeit wollte das Gericht eben die Strafe höher ausfallen lassen und die Heute-Show behauptet, das Gericht hätte einen Vergewaltiger freigesprochen. Und das ist schon eine ziemliche Verdrehung der ganzen Sachlage. Deswegen denke ich mal, kann ich jetzt auch das E-Mail-Schirm hier dann ruhigen Gewissens losschicken. Vielen Dank fürs Gucken. Bis dahin, bye bye. Ich sag natürlich Bescheid, wie es damit weitergeht. Ne? Bis dahin, tschüss.